Und herzlich willkommen zu zum Excite, zu Battlefield Hardline mit den alten Mann von den Schlaftabletten. Geht ja gut los. Wir haben ihn. Es gehört alles Dion Stoddard. Ich bin raus. Nimm das Ding runter. Dann reden wir über Stoddard, den Deal, was immer du willst. Verdammt, was sollte das, Stoddard? Habt ihr wohl das Leben gerettet, Mendoza? Er wollte sich ergeben. Lass mein Partner. Für mich sah das gefährlich aus. Klar. Gefährlich, weil er über deinen Deal reden wollte. Vergiss es nicht. Scheißwertig. Nein, ich bin neugierig. Hat Nels irgendwas Interessantes gesagt, Nick? Wir können gehen. Hör auf deine Partnerin. Ist ein schlaues Mädchen. Hier, bevor die Spurensicherung kommt. Ich glaub's nicht. Für dich, was Nick, geht denn da ab? Hast einen echt guten Job gemacht. Schlaues Mädchen. Ich hab's verstanden. Genau, richtige Reaktion. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Korrupte Polizei. Erinnert sich noch jemand an den Bus? Da wurde er korrupt bezeichnet. Wahrscheinlich haben ihn seine Kollegen gelingt. Guck mal, den da habe ich nicht erwischt. Das ist der, der mir weggeglitscht ist. Ja, kann man nichts machen. Eins steht fest, Detektiv Karl Stoddard hat Dreck am Stecken, aber wer noch mit von der Partie ist und ihm Rückendecken gibt, ist unklar. Na, sie ist ja hier auch nicht so ganz unschuldig. Ja, den langen Ladebildschirm werde ich rausschneiden, das habe ich jetzt die anderen Sachen, Folgen auch übergemacht. Na, ich denke mal, ich bleibe bei meiner Ausrüstung, oder? Dienstaufsicht, finde Beweise, um Fallakten abzuschließen und Spezialwaffen freizuschalten, na, das kennen wir doch. Aber das ist... Ja, euer Ehren. Naja, da sind wir uns in der Beurteilung der Fakten nicht einig. Nein, ich verstehe. Danke für das Gespräch. Das war Richterin Naomi Kushner. Und was halten wir von Richterin Naomi Kushner? Liberale Ziege. Die Richterin will mir keinen Durchsuchungsbefehl für Nels Kollegen geben. Und sie hat ja recht. Im Krieg herrschen andere Regeln. Captain Darcy. Mendelssohn. Wir drei sind der Stammesrat. Und ich weiß, dass wir Probleme mit einem Mitglied unseres Stammes haben. Er wollte das Geld nicht. Das war ein Test. Na, wir mussten doch wissen, ob man dir trauen kann. Deine Partnerin hat von Anfang an gesagt, dass man das könnte. Oha. Gut. Okay, also Nels hat etwas über einen Deal mit Stoddard gesagt. Ja, das hat er. Dann müsst ihr für mich in Nels Büro gehen und etwas finden, womit ich zur Dienstaufsicht gehen kann. Ich weiß, dass ein Hurricane angekündigt ist, aber die Sache eilt. Geht klar. Scheiße! Das CSI war schon da. Was wollen wir hier? Wir haben ja nicht nach Beweisen gegen Stoddard gesucht. Wenn wir was finden, gehen wir direkt zu Dawes. Wenn die Dienstaufsicht Winter von Krieg, läuft alles aus dem Ruder. Du vertraust Dawes, oder? Wenn Stoddard auffliegt, sieht das nicht gut aus. Er hat Dreck am Stecken, das weißt du genauso gut wie ich. Ich passe hier auf. Du gehst rein. Finde was, womit wir ihn drankriegen können. Gern. Hey, ich sehe mich draußen um. Vielleicht durchsuche ich den Müll. Gute Idee. Bleib in Kontakt. Da, das Schild ist grün. Nein, ich muss in diese Zone. Meinst du, Stoddard hat Freunde im Department? Vermutlich. Korrupte Cops halten zusammen. Hoffentlich haben sie keine Beweise vernichtet. Wäre keine Überraschung. Stoddard ist ja kein Idiot. So, dann scannen wir mal. Ah, hier müssen wir erst. In diesem Bereich soll ich was finden.
Was ist das denn? Nils war eigenartigerweise Tamus Synchronstimme. Nils als Enemy heißt das, glaube ich, ne? Sprecher. Damit hätte ich nicht gerechnet. Aber wer weiß schon, was so ein Enemy-Sprecher... Wer weiß schon, wie Enemy-Sprecher aussehen? Da. Ich will gar nicht wissen, was das ist. So schlimm sieht's nicht aus. Lassen alle. Hier geht's auch noch höher. Bin jetzt auch wieder aus dem Suchbereich raus. Ich orientiere mich immer ein bisschen an der Karte. Umgehängt vor kurzem. Aha. Und hier sonst noch was? Ich gehe gleich zu diesem Bild, aber es sieht nicht so aus, ne? Da ist bestimmt ein Wandseefinder oder so. Sag ich doch. E-Code eingeben. Der muss denn hier irgendwo... Ah, hier, guck mal, was ist das? Scanner? So, mal gucken. David Ignatius Visitenkarte. Nels hat die Typen vom im Elmore mit Ware versorgt. Also ist Nels für die Hotshot-Lieferung verantwortlich. Ich muss herausfinden, wer seine Quelle war. Nels versorgte also das Elmore-Hotel. Ist hier noch irgendwas? Ich brauche... Den Code. Ich kann mir das ja mal vielleicht okay. So angucken. Den Code kann ich doch knacken. Aha. Halt, geh doch mal aus. Eins. 1458. Aha. Bingo. Grammy Nets Versicherung, Aufnahme 1. Freitagabend, 14. August. Ich treffe mich mit Stoddard. Jetzt sollten wir unsere Zusammenarbeit so definieren, dass wir beide was davon haben. Ich denke... Stoddard. Hab ich dich. Kai, ich hab was. Ich komm runter. Na, ob das so einfach geht. Gut. Guckt euch ich mal bin das hier an. Unten im Container. Manche Sachen sehen wirklich nicht gut aus. Und dann andere Dinge wieder, wie in den Sümpfen zum Beispiel, sind richtig überzeugend. Ich verstehe das manchmal gar nicht. Also mit nicht gut meine ich, die sehen gut aus, aber die widersprechen dem Gesamtbild hier so ein bisschen. Ich höre da was. Ich hänge. Kann ich hier lang gehen? Nein. Ich muss tatsächlich wieder runter. Wenn ich noch wüsste, wo das Treppenhaus war. Scheiße. Ah, Scanner. Da. Einweg Prepaid-Handys. Nels-Geschäfte brummten. Da überrascht es nicht, dass Stoddard mitmachen wollte. Die Nummer kommt mir bekannt vor. Neue Bestellung. Nels-Geschäfte liefen gut. Ob hier noch mehr so eine versteckten Sachen sind? Dann lohnt es sich vielleicht doch noch hier ein bisschen was abzulaufen. Kommt keine Vibrationsalarm. Hier, ach, von hier sind wir gekommen. Da muss ja hier das Treppenhaus sein. Sehr schön. Ich will nochmal... Hier war ich drinnen, ne? Hier war ich auf. Ist nix. Dann mal fix runter. So. Ich dachte schon, unsere Kollegin wäre... mit von der Partie, aber da habe ich mich wohl geirrt. Irgendwas ist hier. Da. Was haben wir jetzt gefunden? Farbfässer. Es gibt zwar Wichtigeres als die Herkunft dieser Fässer, aber das bestätigt meinen Verdacht, wer die Chemikalien in den Everglades ausgekippt hat. Dasselbe Zeug, das Nels Leute in die Everglades gekippt haben.
Ja. Das stimmt. Da haben wir diverse Fässer gefunden. Na komm, geh weg. Ich gehe jetzt nochmal hier hinten schauen. Siehst du? Siehst du? Was ist es? Ist hier was? Das Schild leuchtet so komisch, aber das täuscht, ne? Das hat nichts zu sagen. Irgendwo hier muss noch was sein. Da. Was ist das? Wahrscheinlich Munition, ne? Nein. Eine Sporttasche voller Geld? Da sind mindestens 50.000 Dollar in kleinen Scheinen drin. Nels wollte vor der Abgabe seiner Geschäfte an Stoddard einige Schulden abbezahlen. Vermutlich hat er Angst vor Elpert. Nels hat einem Kerl namens Elpert an der Westküste Geld geschickt. Aha. Wart ja nur darauf, dass das Ding vibriert. Hier komme ich nicht mehr hoch. Okay. Was ist hier hinten? Hier steht nur ein Scheinwerfer dumm rum. Was gefunden? Nels und Stoddard auf einem Tonband. Jetzt haben wir was für die Dienstaufsicht. Remy hat seine Kohle irgendwo gehortet. Stoddard sucht sie bestimmt auch. Sieh mal da. Was zum Teufel ist das? Scheiße, die ich nicht verstehen will. Im Internet steht, dass Domo Roboto in der Palm Court Mall der einzige Laden in L.A. ist, der diesen Mist verkauft. Da hätte er sein Geld nie versteckt. Nein, deshalb habe ich die Adresse des Lagers besorgt. Vorbeischauen können wir ja mal. Mit Einsatzziel abgeschlossen. Na toll. Ladebildschirm. 13. Nein, war alles raus. Alles raus! Wer will das sehen? Ich nicht. Wenn die Folgen wenigstens kürzer. Kleiner Tipp, geh nicht durch den Vordereingang. Wenn Stoddard ohne mich rauskommt, geh vom Schlimmsten aus. Mach ich sowieso. Nick, die Zentrale meldet einen verdächtigen Van. Ich folge ihm, okay? Okay, alles klar. Bleib in Kontakt. Toller Zeitpunkt für einen Hurricane. Ja, sobald wir... Wir sind zwei Gebäude. Und Wachen ohne Hände. Denk dran, im Krieg herrschen andere Regeln. Die Rechten vorlesen brauchst du hier keine. Traust du diesem Stoddard? Ob ich dem Kopf traue? Der unser Schutzgeld an... 13, in der Nähe ist eine Verdachtsperson. Ich glaube, ich werde mal versuchen, da lang zu gehen. Ich wollte noch übrigens was sagen. Bevor diese Animation hier eben anfing, war ja ein Ladebildschirm, den habe ich rausgeschnitten. Der war sage und schreibe 50 Sekunden lang und das war einer von den kürzeren. Also das ist was ich dem Spiel wirklich ankreide und was ich wirklich nicht sehr schön finde. Das sind diese elendig langen Ladebildschirme. So, wir werden mal hier schauen. Ich werde jetzt keine Schrotflinte nehmen. Das wäre ein bisschen kontraproduktiv. Eine P90. Die hat immer viel Munition, ne? Haben wir da einen Schalldämpfer, eine Optik. Nehmen wir die. Schwarz. So kann ich denn mal alle Waffen durchprobieren. So, und die Primärwaffe. Da haben wir noch kein Zubehör. Gut, verlassen. Also wir haben zwei Schalldämpferwaffen. Ich denke mal, die ist jetzt hier günstiger. Ich muss hier irgendwie runter und ich weiß nicht, ob ich jetzt...
ob ich jetzt nicht die Treppe nehmen sollte. Wie fängst du denn überhaupt ein? Ach, hier. Nimm das Dach. Aha, guter Plan. Ich soll das Dach nehmen? Ah, da ist eine Leiter, schaut mal. Langsam vermisst mich Renny. Scan nochmal hier. Hier ist auch eine Alarmanlage, das habe ich schon gesehen. Das ist nicht so gut. Die müssen wir nach Möglichkeit kaputt machen. Ja, ich mache jetzt noch was anderes, bevor ich hier weiterspiele. Optionen, Tastenbelegung zu Fuß. Ablenkung machen wir auf X. Trotzdem belegen. Und zu Fuß, wo haben wir das jetzt? Das müsste weiter oben sein, ne? Das ist die Steuerung hier. Auf C. Zurück. Ja. Ah. Das ist doch viel besser, ne? Und so schmeiße ich eine Mumpe. Gut. Also hier komme ich schon mal nicht durch. Vorsichtig. Ich schmeiß gleich nochmal den Scanner an. Oh! Oh, da habe ich ja gar nicht mitgerechnet, dass es hier durchgeht. So, die Rampe im Blick. Hm. Das ist eine Tortilla-Fabrik. Sieht sauber aus. Hier okay, check das andere Gebäude. Oh, da sind noch mehr. Ist ja alles voll. So. Der Alarm ist von der anderen Seite. Ich will jetzt noch nicht da. Ich werde jetzt erstmal mich hier umschauen. Nicht, dass hier noch eine rumkriecht und mir dann in den Rücken fällt. Erstmal sieht es gut aus. Er sagte ja auch, es scheint sauber zu sein. Ja, hier ist Ruhe. Da ist der, den wir unbedingt festnehmen sollten. Da ist der Alarm. Guckt. Das kriege ich aber nicht hin von hier oben. Aber den Lautsprecher vielleicht. Wartet mal. Der ist kaputt. So. Den anderen hier. Ich hoffe, das sind denn. Der ist auf der anderen Seite, ne? Ja. Die beiden haben wir. Mir fehlt auch so ein bisschen das Rutschen. Das war so schön, wenn man im Sprint war. Hier könnte ich runter. Ich muss ja da hinten rauf. Ich hätte mir mal das Seilwerkzeug mitnehmen sollen. Konnte ich ja nun nicht ahnen. Jetzt muss ich erstmal einen Weg darauf finden. Und die Uhrzeit im Auge behalten. Oder die Spielzeit. Da ist der andere Lautsprecher. Den machen wir gleich mal tot. Ich kapiere sowas nicht. Jetzt habe ich die richtige Stelle erwischt. Alarm deaktiviert. Das gab 20 Punkte. Gut. Aber ich sehe hier keine Leiter, um da oben hochzukommen. Jedenfalls nicht auf dieser Seite. Die Typen könnte ich mir einzeln vornehmen. Das wäre machbar. Da oben ist einer. Der könnte mich sehen. Der guckt aber in die andere Richtung. Okay, wir gucken uns das an in der nächsten Folge aber. Bis dann. Tschüss.